Ubisoft präsentiert. Festhalten! Cabebona Vista, Juni 1715. Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Nanu, wer ist denn das? Ja, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und zwar spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich glaube, ich habe dabei noch kein einziges Spiel so viel Mühe benötigt, um das Spiel zum Laufen zu bekommen. Ah, nun gut. Aber ich hoffe, dass es dementsprechend aber auch gut wird, das Spiel. Ich verspreche mir sehr viel davon, weil ich habe sehr viel der Assassin's Creed-Spiele dabei bereits gespielt. Das heißt, ich habe Erfahrung ein wenig. Ist dann, glaube ich, schon das... Ah gut, wir haben gerade eine kurze Tutorial-Sequenz. Das heißt, ich kann schön reden, ohne dass ich von irgendwas gestört werde. Das heißt, ich habe... Warte mal, ich gucke gerade rüber zu meinem Schrank. Da habe ich 1, 2, 3, 4... Ja, 4 Assassin's Creed-Spiele bereitstehen. Eins davon habe ich ja. Zwei habe ich ja schon mal gespielt, aber jetzt kommt 4. Und das habe ich eben noch nie gespielt. Und deswegen freue ich mich total drauf, weil es ist echt einer meiner Lieblingsreihen. Und ich weiß, es gibt schon viel, viel neuere Spiele. Unity, Rouge, Syndicate. Würde ich auch alle sehr, sehr gerne spielen. Vor allem den Film, den werde ich gerne gucken. Aber ich dachte, ich habe die Spiele davor, vor Assassin's Creed 4 schon gespielt. Und ich dachte, ich gehe so ein bisschen nach Reihenfolge. Also vielleicht kommt folgt noch ein Rouge oder Unity Let's Play. Mal sehen. Vielleicht auch Liberation oder so. Okay. Hier wird uns erklärt, wie wir die Kanonen abfeuern. Okay. Hallo? Ja? Gut. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt die Kontrolle über das Schiff. So. Oh ja, das haben wir schön weggehauen. Ja, schöne Gewittereffekte. Ist da vor uns eins? Ja, wir können sogar vor uns hinschießen. Cool. Ich glaube, wir haben das nicht getroffen. Oh, da haben wir auch noch eins. Sind bereit, Sir. Feuer! Ja, das haben wir mal schön getroffen. Okay, wir können auch direkt nach vorne schießen. Das ist ja recht angenehm. Oh, Uiuiui. Da, ich hau aber erstmal das hier weg, weil... So. Verdammt. Der Winkel steckt. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen zur Seite ausweichen. Ach, nehmen wir mal das einfach als nächstes. So. Das treffen wir da, oder? Ja, okay, ein bisschen drüber hinweg, okay. Ja, diesmal aber. Gib den Befehl, Sir! Wir sind doch eigentlich nur Steuermann, oder? Wir sind doch gar nicht Captain. Warum haben wir überhaupt Befehle über die Kanonen? Naja, egal. Als Tutorial ja schon ganz angenehm, weil das werden wir, glaube ich, im Laufe des Spiels sehr oft benötigen. Das Magazin! Es explodiert! Oh nein. Löscht die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Du räudiger Hund! Nanu? Wer ist denn das? Naja. Der ist jetzt auch weg. Ist es gefährlich? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt.
Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Unser Protagonist hat also eine Frau oder zumindest eine Freundin. Tja, und für die Liebe lohnt es sich doch zu leben. Ne? Ich vermute, dass der im Laufe der Geschichte noch irgendwas passieren wird. Ich habe mich nicht gespoilert, also ich habe wirklich von der Story des Spiels gar keine Ahnung, aber ich bin wirklich fast ziemlich sicher, dass dieser Dame noch irgendwas im Laufe des Spiels passieren wird. Ja. Ich habe das Gefühl, es läuft noch ein bisschen ruckelig. Ich wage deswegen mal eben was. So. Mein Hund hat sich hier links von mir auch in die Ecke gelegt. Der hockt gerade in meinem Zimmer rum. Der hat gerade ein bisschen... Also sie atmet. Also das ist eine Sie. Sie atmet schon ein bisschen laut. Ich mache mal ein paar Sachen. Mache ich mal ein bisschen niedriger. Einfach nur um zu hoffen, dass auch die Qualität, also die Qualität der Aufnahme dementsprechend, zumindest von den FPS-Werten hier ein bisschen besser wird. Weil das ist so eine Sache, die ich leider nicht habe. Weil ich nehme über OBS auf und das hat eben gegenüber, also bei Bandicam, womit ich sonst mal aufnehme, hatte ich eben Probleme, dass die FPS-Rate sehr, sehr stark nach unten gegangen sind. Und das habe ich bei OBS Studio jetzt nicht mehr. Deswegen nutze ich das jetzt erstmal. Schönes Himmelblau. War es für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hole ich mir, Früchtchen! Hatte da gerade seine Pistole einfach weggeworfen? Seltsam. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Ja, es ruckelt immer noch. Es ruckelt immer noch ein bisschen.
Nicht ganz so stark, wie als ich mit Bandicam gearbeitet habe. Ein bisschen ruckelt es noch. Ja, für die Aufnahme muss ich dann doch... Ich mache mal die Umgebungsqualität einfach mal auf normal. Man muss ja nicht alles so... wirklich übertrieben haben. Was ist das so? Ich mache mal alles... ein bisschen auf mittlerem Niveau. Obwohl, man sieht schon gleich einen Unterschied. Man sieht schon gleich einen Unterschied. Muss ich mal ein bisschen gucken, rumexperimentieren, wie was wie am besten läuft. Aber derzeit finde ich es so durchaus spielbar. So, wir jagen jetzt mal den Assassinen. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Von dem wir aber gerade gar keine Ahnung haben, wo der sich überhaupt befindet. Ich weiß aber auch nur, weil ich eine gewisse Zeit bereits, also einen gewissen Abschnitt bereits gespielt habe, auch so ungefähr, wo ich ungefähr hin muss. Und zwar erstmal auf diesen einen Aussichtspunkt. Von dort aus sehen wir ihn dann gleich. Ich denke mal, das kann man, das lässt sich nicht unter Zuspoilern einordnen, wenn man das schon weiß. Kommen wir da hoch? Nee, scheinbar nicht. Natürlich ist unser Protagonist gleich vom Anfang an in der Lage, super gut zu klettern. Wie in jedem Spiel. Von Assassin's Creed. So. Hallo Adler. Zumindest glaube ich, dass es ein Adler war. Und wir holen uns erstmal eine gewisse Übersicht über diese Insel hier. Ja. Und das Schöne ist, von hier oben sieht man auch wirklich, wo alle Schätze und ähnliches zu finden sind in der Umgebung. Und ich glaube, gerade an Schätzen und so werden wir in diesem Spiel eine ganze Menge finden können. So. Ja, da ist er. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? So, ist egal, wir verfolgen ihn einfach mal. Folge mir und du stirbst. Das wollen wir mal sehen. Wer von uns beiden hier am Sterben sein wird. Ich glaube nämlich, dass du das sein wirst, mein Freund. Wir könnten uns zusammentun. Sieht man, unser Edward, der hat eigentlich gar nicht so, der ist gar nicht so der Schlechte. Er ist der Pirat, aber letztendlich hat er es auch nur getan, weil er nicht viel bessere Möglichkeiten hatte in dieser Welt. Bleib mir vom Leib! Und der Typ, dieser Assassine, handelt ja eigentlich auch nur, würde ich mal behaupten, aus Vorurteilen. Weil der echt, er hat ja keine Ahnung, wer wir sind. Er nimmt einfach an, ja, Pirat, der ist böse, fertig. Obwohl natürlich, wir haben gerade seine Flotte angegriffen, glaube ich. Naja, aber dennoch. Dennoch kann man doch mal kooperieren, wenn man gemeinsam auf der gleichen Insel irgendwie strandet, oder? Ich glaube, gleich haben sie ihn. Oh. Jetzt bin ich... Oh, eine Karte. Ah. Auch interessant. Jetzt bin ich aus Gewohnheit, aufgrund von anderen Spielen, bin ich aus Gewohnheit so auf Tab gegangen, um mein Waffenmenü zu öffnen.
Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Suma su humilde servidor el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung.